Okay, ich habe das Lack und das Ding ist auch da. So. Habe ich die gerade da gesehen? Ich glaube, ich habe sie gesehen. Ich meine, sie kurz durchs Blinzeln gesehen zu haben. So, willkommen zu einem neuen Projekt, zwar Luigi's Mansion 64, ein Minor-Hack. Den werden wir ja Luigi B starten. Luigi, save me. King Boo kidnapped me in his huge mansion. Please come quick or he'll turn me into a ghost. Okay. Dann Lakito, verschaff uns mal einen Überblick über diese Welt. Na schön, King Boo. Und da Brücke ist nichts. Die Bäume sehen auch ganz schön. Ja. Und die Jahre kommen aus. Das ist Luigi. I'm Maria. This mansion looks spooky and are full of ghosts, probably. King Boo has more tricks to pull off to keep you from saving Princess Peach. But be careful what's ahead. Remember the good times of hunting ghosts and show him how super brave you can be. Let's go! Luigi's done it. Is that you? Thanks goodness, I managed to make contact from this sign. I made another mistake of altering the game dimension, and King Boo found a way to escape from his seal. Son, time to bring up all the ghost device. This ghost hunting tomfoolery isn't getting anywhere. I've set my tip board to make them host of your help. Eget style. Be brave, Sonny. You'll thank me later. So. Kihi, you four ghosts didn't die. Okay, gibt's hier einen Stern in der Welt? Ja, ja. Das werden wir jetzt gleich mal ausprobieren. Ich will jetzt einfach mal den Geist hier in der Oberwelt töten. Oder ob die einfach nur alle den Text sagen und... Ja, ja. So. Ich muss da gleich mal nachgucken, von wem der Hack jetzt genau ist. Das weiß ich gar nicht, aber unten in der Videobeschreibung steht es auf jeden Fall. Falls ich es jetzt nicht mehr in diesem Video erwähne. Ja, der zweite Part kommt ja auch heute. Da werde ich dann kurz nachsehen, bis dann euch sagen. Wenn ich jetzt nicht mehr drauf komme. Mir fällt es nämlich gerade nicht ein, wer diesen Hack gemacht hat. Aber davon gab es eine Beta-Version, die habe ich auch gezockt. Zwar nicht LP, aber gespielt habe ich sie. Mal gucken, was du zu sagen hast. It seems like the Boos have made this mansion, they sure have. I fear they used the power called the Starlings to build it at wall. Luigi, you have to stop them. They could have invaded the castle. And please find a princess. Does she found out herself lost too? I don't care. And I don't know. Ghostbusters! Und einen schönen Arschtritt. Auf jeden Fall, ja, die Beta hat mich auch schon sehr überzeugt, diesen Hack hier zu spielen. Mal gucken, wie er jetzt wirklich ist. Es soll der, ich wusste gar nicht, dass der rauskommt. Ein Kollege, ein Freund von mir hat mir das gesagt, dass der... Ja. Ja, jetzt kommt King Boo. Der kommt sicherlich auf dem Dach. Ich werde mich jetzt mal unten umsehen, aber ich bin mir sicher, der ist auf dem Dach. Da werden wir mal den Cannonless-Trick aufs Dach verwenden müssen.
Ja, werden wir. Dann gleich mal die Oberskiller-Tricks auspacken. Als erstes den Stern machen, der eigentlich erst mit 120 Sternen möglich sein sollte. So. Ah, kein First Try. Aber komm, das packen wir sogar safe stateless. Das war fail. Irgendwie dachte ich nicht, dass der jetzt wegspringt. So. Na? Ist ein bisschen dunkler das Gras. Schwierig zu sehen, wann man wegspringt. Und wann man nicht wegspringt. Und warum springt er nicht weg? Weil Luigi keinen Bock hat. Und ja, das ist Luigi. Das ist nicht Mario, das ist Luigi. Zudem sage ich auch Luigi, auch wenn er sich anhört wie Mario, aber der sieht aus wie Luigi. Das ist auch Luigis Mensch. Und hier ist eine Warbröhre, die gerade die geschlossen ist. So, Buu, wo bist du? Buu? Okay. Anscheinend nicht da. Weiter mit, Na komm, du machst da jetzt den Dreisprung. Und rennst da bitte nicht gleich wieder runter. Komm. So. Ach komm. Hätte doch klappen dürfen. Na komm. Okay, machen wir doch safe, falls ich runterfall. Was ist denn jetzt los? Mach doch den ganz normalen Dreisprung. So. Nee, da geht's noch nicht. Da geht's auch noch nicht. So, jetzt geht's. Dankeschön. So, und da hoch ist Buu. Komm. Irgendwo da kann man doch einfach hochrennen. War das hier? Kann man sich reinglitschen, sehr schön. Welche Wand war das, was man einfach hochrennen kann? Geht das nicht mehr? Das war nicht mein Plan. Aber jetzt sicherlich auch nicht. Nö. Aber ich sehe und höre ihn da oben auch nicht. Nee, da runter will ich nicht. Ich kann es nicht sagen, ich sehe ihn da oben nicht. Und da drin würde er sicherlich nicht sein.
Ah, das ist einfach nur die Melodie und der King Buhu kommt gar nicht. Okay. Dann haben wir mal 10 Minuten umsonst verschwendet. Ist ja auch egal. Nee, ich will deinen Text eigentlich überspringen. Perfekt. Hihihi, welcome to the mansion, or should I say our mansion. You don't belong here, you foolish green man, but you can't escape, you're now mine. Achso, ja. So, ich würde sagen, dann gehen wir mal da in die... ja, warte, lesen wir uns das nochmal durch. What, you want to enter in here? Huh, very funny man in green. You're serious really well, then I have a little fee for it. Just bring me one starling and I'll let you through. Deal? Okay. Was ist bei der 3 Sterntür? Hold. Who's there? Who? You want to get into the room? Well, sorry, it can't be done. You really need to get in here. You have guts, but handle me in 3 starlings. 2 and I'll let you in. Just go for it. Ah, okay. Wir 2 Sternen lass. Okay. Ja, durch. Hey, die haben alle diesen Text, das wird kein Buhu erscheinen. Destroy the bookcase. So. This is our airfort, or to the priestess, honestly it was our airfort. Now the big bookcase thief on our fort be attacked us all. Please help bring it back to us. Okay, okay, wird gemacht. Wenn ich da nicht festhängen will. Jo, jo, wahrscheinlich. Really? Okay. Ja. Hi. Und nochmal. Ja, das ist immer noch nicht verändert. So. Das war der erste Stern. Destroy the bookcase. Congrats on getting your first starling. You had a new room in Whale able to open. Gain more from the curse and much more of them from another ourselves. Curses. Climb the big tower. Na okay, dann klimmen wir mal den Big Tower. Es wird gemacht. Ich würde glaube ich jetzt schon mit 60 arbeiten. Genau deshalb, weil er sich nämlich hier nicht festhält. Ne, er hält sich an solchen Stangen einfach nicht fest. Ein Riesenproblem. Danke. Geht noch höher. Die könnte passen, die Kamera. Perfekt. So, climb the big tower. Und rein da. Got the red coins. Schon.
Ja, dann werden wir den 100 Münzen halt auch Geld machen. So. Und was ist mit dir? Ja, noch gar nicht gesehen. You want me to prepare the cannon, right? Hang on a second. Still going. There it's done. Okay, das ist der Kanonen-Guy. Sehr schön zu wissen. Cannon set and ready. Bon voyage. Warte mal. Warum kam da eine Plattform raus? Einfach nur wegen der Red Coin? Okay. Sehr nette Hack. Muss man schon sagen. Jeder andere hätte mich damit Wandspur wieder hochlassen. Ja, hochhüpfen lassen, so. So. Der baut ja auch noch extra eine Plattform ein, damit es ein bisschen leichter ist. Also es wird eher ein Schild werden. Oh, da hinten ist noch so ein Bookcase-Wump. So, komm. Ah, das war einmal zu viel. So, still. Ein paar Gumbas verprügeln, die aussehen wie Zombies. Auch diesen hier. Und dann gucken, wo die Blue Coins hinkommen. Ah, sehr nett, sehr nett. Da habe ich da oben auch was gesehen. Ja, dich dachte ich hier nicht zu finden. Okay, das funktioniert nicht. Gott sei Dank hat ein Doppelsprung funktioniert. Ich dachte, die Stange hier würde irgendwie aktiv sein, also climbable, aber nee. Also das ist halt ein Pole ist. So. So, da unten die. So geht's auch. So war es zwar jetzt nicht geplant, aber egal. Hauptsache ich hab sie. So, 93, warte mal, diese Coin da hinten, da unten. Ja, jetzt ja. Ist trotzdem schwierig, diese Coin. Ja. Ja, so geht's natürlich auch. Du stirbst jetzt einfach, deine anderen Münzen brauche ich nicht. Und schon haben wir den 100 Münzstern. You've collected 100 coins. Luigi gains more power from the castle. Safe? Yes. Great job, Luigi. Keep gathering the stars. You have opened new doors to reach another and to reach other available courses. Und das war auch schon die letzte Red Coin. So. Und perfekt. Gather the Red Coins. Ja, die Welt werden wir abschließen noch in diesen Parts. Collect 5 Secret Coins. Die erste Secret Coin wird natürlich diese hier sein. Welche sonst? So, wo sind denn noch einzelne Coins? Vielleicht in den anderen Löchern. Ja, da ist auch eine. Hier hat er mir keine Plattform hingebaut. Ja. Will ja gucken, ob da auch eine ist. Nee. Perfekt. Du heil mich mal wieder. So.
Da drüben habe ich, glaube ich, gerade irgendeine Münze gesehen. Warte, wo war die? Da war doch gerade eine. War die unter dem Ding? Gucke ich mir jetzt von unten an. Okay, ich meinte hier eine gesehen zu haben. Ich bin ja mal darüber. Vielleicht sogar Kanonen. Ne, okay, dann habe ich nur diese Münze gesehen. Ja, chill dein Leben. So. Ah, okay. Komm, wir brauchen das Ding nicht, das da rauskommt. Luigi. Okay, dann benutzen wir es doch, wenn es gerade so schön kommt. Warum ist das eigentlich da? Ah. Für, da ist das, was man aufspringen kann. Ich will wissen, ist da ein Stern drin? Ja. Ja. Under the Tower. Ja, war schon sehr offensichtlich. Collect 5 Secret Coins. So, das ist die 1. Die 3 Coins haben wir schnell wieder. Die zweite ist hier. Ja, hier. Ja, danke, aber das hätte nicht sein müssen und ein zweites Mal brauche ich es auch nicht. Und wieder ein schöner Heck, wo diese Lifte weg sind. So, gefällt mir das. Da drüben ist die dritte, weil die da unten leider nicht. Das heißt, das ist schon die... Eine fehlt mir noch, die ich noch nicht weiß. Ist die auf dem Tower oben? Die Münze wird es nicht sein. Das ist die Münze, die ich da gerade nicht eingesammelt habe bei diesem Seitwärtssprung. Kann man natürlich noch vorstellen, dass sie hier oben ist. Aber Luigi kann sie noch nicht vorstellen. Luigi muss sich das noch näher erklären. So. Nee. Auch nicht irgendwo da runterspringen oder so. Ja. Okay, ich habe das Lack und das Ding ist auch da. So. Habe ich die gerade da gesehen? Ich glaube, ich habe sie gesehen. Ich meine, sie kurz durchs Blinzeln gesehen zu haben, dass sie da in der Wall ist. Und meine Vermutung lag natürlich richtig. Perfekt, Luigi kommt da ohne Probleme drüber. Flieger, geh weg. Dann holen wir uns. Nee, warte mal, warte. Bevor wir uns diese hier holen und die Kamera komplett Schrott wird bei dem hier, holen wir uns doch zuerst diese hier. Ja. Bevor die Kamera komplett Schrott wird. Hoppala. Hey, dann bleibst du halt am Leben. Dann nicht. So. Und dann holen wir uns noch die letzte Coin und dann war's das mit diesen Parts. Meine ich. Er scheint am selben Platz wie der Red Coin Stern. Gut zu wissen, brauche ich ihn nicht suchen.
Ich habe nur 6 Sterne. Irgendein Stern in der Welt fehlt mir noch. Den holen wir da noch. Damit die Welt abgeschlossen ist. Remember the Wall. Hä? Ist jetzt da drin ein Stern oder wie? So. Nee. In dieser Wall? Hihihi. Ja. In dieser Wall habe ich nämlich auch mal einen Stern versteckt. Bei mir war das so ein Twomp, der das Ganze noch ein bisschen erschwert hat. Weiß gar nicht mehr, in welchem Hack von mir das war. Ich glaube, in Miefs war das. Auf jeden Fall war's das für diesen Part. Ist der Tod noch hier in der Ecke? Nee, oder nicht? So, dann gehen wir in den nächsten Part in Welt 1, die jetzt zu öffnen ist. Und ja, im nächsten Part werde ich dann auch sagen, wer diesen Hack gemacht hat. Und ja, mir fällt nämlich jetzt gerade nicht ein. Also, bis dann und auf Wiedersehen. Oder bis gleich. So, ich komme zur Endcards und links in Shift könnt ihr zum vorherigen Projekt. In der Mitte könnt ihr mich abonnieren. Hier in blauer Schrift und natürlich in roter Schrift. Rechts könnt ihr gleich zum zweiten Part, der auch heute erscheinen wird. Und wenn ihr oben auf Blackshare Driver uns klickt, kommt ihr zu meinem Zweitkanal, falls ihr den noch nicht kennt. Schaut unbedingt mal vorbei, dort mache ich Real-Life-Videos. Und ja, wer sich interessiert, klickt einfach mal drauf. Ich bin einer von Team Drybones. You cannot kill what is already dead.